Nochmal eine Grammatik. S geht über nach A. A geht über nach A, B, C. A geht über nach klein a und C geht über nach klein c. Ganz einfache Ableitung. Wir machen beispielsweise die Ableitung S geht über nach A. Viel anderes bleibt uns gar nicht übrig. Die erste Regel, die wir anwenden. Dann leiten wir ab. A geht über nach A, B, C. Dann leiten wir ab. A, B, C. Ja, also dieses A leiten wir ab und im letzten Schritt leiten wir ab. A, B, C. Ganz einfaches, triviales Beispiel. Den Ableitungsbaum, den wir da erstellen würden, wäre der folgende. Wir fangen an mit S. Wir leiten das A ab. Das A geht über nach Groß A, Klein B, Groß C. Dann leiten wir ab hier das A und wir leiten ab hier das C. Wenn ich jetzt eine andere Ableitung durchführe, wenn wir die hier oben nehmen, das ist, sagen wir, das erste Beispiel, zweite Beispiel, machen wir fast identisch. S geht über nach A, dann wieder A, B, C. Jetzt nicht als erstes das A ableiten, sondern wir lassen das A hier stehen und leiten erst das C ab, dann kommt das raus und dann zum Schluss das hier, A, B, C. Dann fällt auf, dass der daraus entstehende Ableitungsbaum identisch ist. Also der Ableitungsbaum zu 1 ist der hier und zu 2 gibt sich genauso auch dieser Ableitungsbaum. An dieser Stelle könnte ich jetzt nicht mehr unterscheiden, welche Ableitung habe ich denn jetzt in welcher Reihenfolge wirklich durchgeführt. Und das ist irgendwie nicht so richtig schön. Also beide Ableitungen